wie jeden Morgen. Einen guten Morgen, ihr Lieben. Heute startet unser letzter Tag hier auf dem Platz. Wir werden heute noch einmal in die nächste Stadt fahren und heute Abend geht's ans Abbauen. Also, bis denn. Bis später, ne? Hallo! So, wir haben ja dieses neue geile Gerät, ne? Und jetzt probieren wir mal aus. Wir waren vorhin noch mal kurz einkaufen. Und da haben wir so Pizzen mitgebracht. Und jetzt wollen wir mal gucken. Mal gucken, wie die so werden. Wie lange brauchen die? 15 Minuten. Bei 250 Grad. Mein Ofen geht aber nur bis 230. Dann machen wir eben halt 5 Minuten länger, wa? Aber erstmal muss ich eh vorheizen. Also machen wir 5 Minuten vorheizen, 5 Minuten länger. Schauen wir mal. So, alles auf Anfang. Wir haben abgebaut. Eben, und so wie ich gehört habe, steckt mein Schlüssel hier noch. Wir haben alles abgebaut, weil das Wetter heute den ersten Tag mal nicht so gut ist. Wir haben nach dem Frühstück, wollten wir ja eigentlich schon gleich los, nach Bogensee, genau, dann schlug das Wetter aber um. Das hat teilweise ganz schön geschifft. Mein Außenteppich, so. Der ist auch klatschenass. Den müssen wir morgen irgendwie in den Sack legen und dann so transportieren. Ja, dann haben wir uns das alle irgendwie ein bisschen gemütlich gemacht. Finn ist wieder in sein Zelt gekrochen. Wir haben uns nochmal hingelegt. Haben das erste Mal in unserem ganzen Urlaub eine Mittagsstunde gemacht. Und dann sind Mike und ich um kurz vor zwei, ja, Viertel vor zwei noch mal losgefahren nach Bogensee. Und eigentlich wollte Mike sich noch ein paar Schuhe kaufen, die er sich gekauft hat, einmal in Grau. Aber in dem Laden, wo wir waren, gab es die leider nicht. Haben wir Glück gehabt. Hatte sie eben halt nur in Schwarz. Genau. Der Laden war direkt am Hafen, da habe ich auch einmal gefilmt. Kann Lukas einmal einblenden. Das war so ein kleines, niedliches, verschlafenes Hafenstädtchen. War nicht viel los da. Tim, film ich mal kurz. Ach so, ich filme Lukas mal kurz. Was ist das? Ach so! Okay. Ja, und dann waren wir eben, haben eben halt Pizzen gekauft
Und getankt haben wir auch noch. Das ist immer sehr abenteuerlich hier irgendwie. Das dänische Tanken ist nicht so meins. Ich kenne das ja von zu Hause noch richtig schön altmodisch tanken, reingehen, bezahlen. Und hier geht das alles automatisch mit Karte und alles mit Karte. Überall. Alles mit Automaten und Karte und. Ja, na gut. Jetzt machen wir uns erstmal eine Pizza. Ich zeige euch die gleich, wie sie geworden ist. Irgendwie ist das hier so eine Casa di Mama. Ich glaube, das ist so eine ähnliche wie bei uns die Ofenfrische. Auf jeden Fall sah die so aus. Ja, die machen wir jetzt erstmal gleich alle und dann essen wir. Bis später. Später. Wie sieht's aus, Alter? Ja, so sieht man aus, wenn man abgebaut hat. Ach so, was ich euch noch sagen wollte. Wir haben ja gedacht, wenn wir jetzt umziehen von Wiedbjerg Strand hierher, nach hier, wie heißt das? Guflund Lillebælt in Bering, dass die Mücken hier vielleicht ein bisschen weniger werden. Aber Scheißendreck, das war wohl nichts. Die haben mir gestern Abend hier oben auf der Fußsohle gepiekst. Da, 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 überall. Das ist also wirklich, ich bin nur mit meinem Gerät hier im Gange. Und jetzt muss ich das nochmal hier geräten. Teilweise. Das zwiebelt echt, ne? Also das ist fast so. Ja, das ist wie, dass man was wegbrennt. Aber es geht, man kann das aushalten. Das ist ja auch irgendwie nur 2, 3 Sekunden. Ich weiß nicht, wie lange. Überall, selbst hier auf der Fußoberseite, halte ich das aus. Ich hatte eine Stelle, wo ich es nicht ausgehalten habe. Und das war in der Kniekehle. Da hatte ich in hier Wiebeck Strand mal ein. Da konnte ich auch nicht sehen, wo der ist. Und da hat Mike mir den verbrannt. Und da habe ich normalerweise ziehe ich da nicht weg. Aber da habe ich mein Bein weggezogen. Das habe ich nicht ausgehalten. Ich bin kein. Ich kann Schmerzen ertragen, aber da nicht. Heute ist hier eine Jugendgruppe angereist. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Die haben da, weiß ich nicht, 4/5 Viertel in Beschlag genommen heute. Ja. Bin ja mal gespannt, wie es ist, ob sie ein Großtheater machen. Jetzt haben sie, aber eigentlich sind die ganz ruhig. Das ist ja letzte Nacht. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Trubel. Dann ziehen wir morgen nämlich wieder um. So, jetzt wollen wir erstmal. Die Pizza riecht schon, aber es dauert noch einen Augenblick. Also, bis gleich.